Klaus und das ist die Leuphana Universität in Lüneburg. Die Uni war früher mal eine Kaserne. Da haben Soldaten drin gewohnt. Das hier ist Herr Geskes. Der will die Universität umbauen. Er ist nämlich Architekt. Wir fanden sehr faszinierend, dass die Stadt Lüneburg in den letzten 500 Jahren Salz produziert hat. Deshalb will Herr Geskes überall große, salzsteinartige Gebilde hinbauen. Die Uni ist ganz am Rand von Lüneburg und durch einen Zaun abgegrenzt. Das finden die Chefs der Uni blöd. Sie wollen mehr Anschluss an die Stadt. Dafür will der Architekt Lücken in den Zaun machen und dort auch Salzschollen hinbauen. Dass jeder, der an dem Unigelände vorbeifährt, immer sofort schon sieht, hier beginnt das Unigelände. Herr Geskes baut noch eine andere Uni um. Das dauert schon 15 Jahre. Und wie lange er wohl diesmal braucht? Ich glaube, dass es auch über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte geht. Wenn Herr Geskes fertig ist, freuen sich die Studenten. Die haben dann nämlich kürzere Wege, ein schöneres Gelände und tolle Treffpunkte. Wenn sich die Studenten wohler fühlen, können sie besser lernen. Das freut dann auch die Uni-Chefs, weil ihre Hochschule einen besseren Ruf bekommt. Klingt vielleicht komisch, ist aber so. So, liebe Kinder, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Klaus.